Da geht's, liebe Eisenbahnfreunde, hier im Eisenbahnsimulator von Paradox, Victoria 3. Ach, ist das nicht herrlich, wie sie hier langfahren von Macon nach Augusta und nach Savannah. Sehr schön. Ein wunderschönes Spiel. Jetzt müssen wir erstmal hier oben gucken, denn Admiral Lavalliette hat sich öffentlich für eine Partei der Demokratischen Partei ausgesprochen und damit die Unparteilichkeit des Militärs in Frage gestellt. Der Admiral kann definitiv nicht sagen, was er will. Wir werden ihn rügen, völlig unabhängig davon, ob hier Radikale existieren oder nicht. So, jetzt müssen wir uns in dieser Folge um zwei Sachen kümmern. Unter anderem die Autorität. Wir brauchen definitiv mehr Autorität. Aber wir müssen unter anderem auch einige Dinge machen. Also, wir gehen einmal in den Etat rein und sind hier schon bei relativ hohen Steuern. Das wollten wir irgendwann natürlich senken. Das können wir leider im Moment nicht. Ja. Unter anderem kriegen wir natürlich auch Probleme, weil wir jetzt extrem viel bauen gerade. Wir haben extrem hohe Subventionen und wir haben extrem viel Bauten, die wir mal gerade machen, gerade die Eisenbahnen. Da müssen wir besser werden. Wie kriegen wir das hin? Wir müssen dafür sorgen, dass die Eisenbahnen mehr benutzt werden, dass da mehr Geld in die Kasse kommt und wir müssen dafür sorgen, dass die Motoren günstiger werden und das werden wir jetzt vor allen Dingen machen. Unter anderem müssen wir dann auch ein bisschen die Bauten aussetzen, dass eben ja, wir die Möglichkeit haben, also dass wir nicht mehr so viel Geld fürs Bauen ausgeben. Ich glaube im Moment geht es, glaube ich, ne, 78.000, dass sich der Investmentfonds, also dass die Fonds sich hier wieder ein bisschen aufbauen können. Ihr seht, da ist genau gar nichts drin. Also da müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Das ist Punkt 1. Russland, Interesse an den Anden, das ist uns hier unten, das ist uns fast egal. Hier sieht es bei dem Krieg nicht besser aus. Preußen sieht immer noch so aus, wie es aussieht. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal in den Markt rein und schauen mal, wie es hier grundsätzlich aussieht. Also bei den Motoren sind wir halbwegs stabil. Kohle ist auch noch soweit im Plus. Werkzeug sind wir im Plus, aber auch nur wegen der starken Importroute. Ja, das sollten wir auch angehen. Das machen wir dann in den nächsten Folgen, dass wir versuchen, bei den Basisprodukten unabhängig von vom Weltmarkt zu werden. Gerade das Thema Eisen ist bei uns ein großes Problem. Da könnte man auch gucken, ob man dann Import macht, aber so stark überteuert sind die Waren noch nicht. Hier sind wir jetzt beim Holz. Kommen wir immer mehr in Probleme, aber ja, eher Klamotten sind das Problem, denn da sind wir sogar bei einer kleinen Handelsroute, die könnten wir stoppen. Das Problem sind eher die Möbel, weil wir quasi keine existente Möbelproduktion in Amerika haben. Das ist bei uns im Moment also wirklich auch ein Problem. Aber Eile mit Weile, wir kriegen das alles hin. Jetzt gehen wir erstmal auf Stufe 3 und schauen mal. Ja, wir können auch ein bisschen schneller machen, dass wir hier weiter voranschreiten. So, erstmal wichtig sind mir die Clipper und die Motoren. Das sind so wirklich so Basisprodukte, wo wir jetzt darauf hinarbeiten müssen. Holz ist auch teuer, aber Clipper und Motoren müssen wir erstmal hinkriegen, damit wir im Markt die Eisenbahnpreise, ich weiß gar nicht, ob das hier steht, nee, hier tatsächlich nicht, dass wir im Markt die Eisenbahnpreise stabilisieren. Ihr seht, wir verdienen wirklich überhaupt gar nichts damit. Und wenn wir uns das mal angucken, in Virginia zum Beispiel sind wir bei 3. Wir haben wirklich Einnahmen von 1.400, weil so gut wie keiner momentan noch damit fahren will. Und wir haben aber auch relativ große Ausgaben, alleine durch die Motoren. Und das müssen wir senken. Ja? Wenn wir hier die Kosten senken und das erhöhen, dann wird es irgendwann ins Plus gehen und dann können wir uns das ersparen. Und deswegen müssten wir auch vor allen Dingen gucken, wir sind natürlich auch bei den Holzpassagierwagen. Das heißt, da sind wir bei Transport. Tja, die Frage ist, ob uns das was hilft. Ja? Beim Transport würden wir dann natürlich nach oben schreiten und Holz würden wir etwas günstiger machen. Aber es gibt nicht genügend qualifizierte Pops. Aber würden wir es im Moment schlimmer machen? Weil wir eigentlich, also das Problem ist, wir haben uns hier fürs Falsche entschieden. Wir gehen erst nochmal zurück auf die Frachtpriorität. Tja. Wir subventionieren ja so und so. Dann würden wir damit auch gleichzeitig ein bisschen mehr. Wir machen das.
Aber wir müssen jetzt hier irgendwas, wir müssen jetzt hier einfach irgendwas machen. Ich denke, dass langfristig das die richtige Entscheidung sein wird, dass wir erstmal zurückgehen auf die Frachtpriorität. Klar, jetzt wird es erstmal sinken, weil wir nicht genügend qualifizierte Pops haben. Aber die Einnahmen werden steigen, die Kosten werden sinken. Und ich denke, langfristig wird es hier erstmal, wird das erstmal die richtige Entscheidung sein. So, jetzt gab es eine Wahl. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, deswegen hatte ich da noch nicht angefangen mit und über das Thema geredet. Wir haben eine Wahl, jetzt mal gucken, wie die ausgegangen ist. Bei Regierungsumbildung. Habe ich das Fenster zufälligerweise zu schnell weggeklickt? Ja, das kann natürlich sein. Jetzt gucken wir mal, wie das beim letzten Mal ausgegangen ist. Die Intellektuellen. Die nächste Wahl, vorheriges Wahlergebnis, die Whig-Partei 50% und die Demokraten 40%. Also die Leute wollen weiterhin die Whig-Partei an der Macht haben. Und dann könnten wir die Freiheitspartei mit reinnehmen. Und dann bestätigen wir das und dann sind wir bei 73%. Und Abraham Lincoln bleibt Präsident. Genau, das finde ich okay. Ja, so machen wir das. Und dann habe ich mir auch das Thema Gesetze angeguckt. Ich denke, wir sollten uns hier bei zwei Sachen einmal näher mit beschäftigen. Punkt Nummer eins. Ich möchte auf jeden Fall in Richtung der Berufspolizei gehen. Dann sinkt damit nämlich auch die Anzahl der Radikalen durch den Lebensstandard. Und das sollten wir auf jeden Fall machen. Wir sehen hier, das ist wirklich nennenswert. Aktuell 300.000 Radikale durch den Lebensstandard. Das wären 30.000 weniger. Das heißt, das sollten wir wirklich versuchen zu beschließen. Aber da sind auch die Südstaaten wieder dagegen. Das ist mir in dem Fall dann auch fast egal. Und wir hätten hier noch ein anderes Gesetz, was uns erlaubt, Erlaubnis für Gebäudesubvention, 50% Beitrag zu den Investmentfonds der Kapitalisten. Das wäre auch interessant. Da müssten wir mal überlegen, ob wir das machen. Also sind wir aktuell bei 25, Beitrag hier bei 50. Ich glaube, das würde uns beim Thema Investmentfonds ein bisschen helfen. Öffentliche Schulen drehen wir nicht zurück. Das bleibt so, wie es ist. Gesundheitssystem könnte ich mir auch vorstellen. Da sind zumindest die Industriellen. Für den anderen ist das egal. Das wäre, eine Frage. Wir würden zusätzliche Bürokratie benötigen. Das müssten wir natürlich auch ausbauen. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht zu viel machen. Wir sind über 256. Und wir würden halt beim Thema Sterblichkeit im Moment nicht allzu viel gewinnen. Minus 0% Sterblichkeit. Aber ich denke, langfristig wird uns das helfen. Deswegen werden wir das jetzt noch nicht machen. Keine Sozialhilfe. Die Armengesetze könnten wir auch machen. Das Problem ist, dass wir dadurch natürlich wieder eine ganze Menge Geld ausgeben. Ja? Das heißt, wir könnten oder wir werden Sozialhilfezahlungen machen. 15% politische Stärke beim Bezug von Sozialhilfe. Da müssten wir jetzt gucken, wie viel das wirklich ist. Ich habe jetzt, das könnten wir mal schnell bei der Bevölkerung schauen. Die politische Stärke von den Arbeitern. Wir sind bei 6 Millionen Arbeitern. Und die sind auch relativ stark schon mit 18%. Und die Kapitalisten, das sinkt mit der Zeit. Die Büroangestellten, das sieht auch gut aus. Wir erinnern uns am Anfang des Let's Plays, da waren die Kapitalisten extrem stark. Und das hat jetzt ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen abgesackt. Ja. Also, das ist schon eine spannende Sache. Und wir gucken mal weiter hier beim Thema Kultur. Da sieht es ungefähr identisch aus. Das passt. Und auch beim Thema Religion. Bei uns ist jeder willkommen. Wir sind ein multikulturelles Land. Wir haben hier keine Einwanderungsgesetze. Also hier ist jeder willkommen. Ob jiddisch, sunnitisch, animistisch, katholisch oder protestantisch. Das ist ja völlig egal. Schwarz, weiß, gelb, lila. Völlig egal. Uns ist jeder willkommen. Und wir müssen halt hier ein bisschen aufpassen. Auch bei den Kapitalisten. Wo sind denn die Arbeiter organisiert? Wir gucken mal. Die sind alle in den Landbewohnern drin. Das ist natürlich, okay, die Arbeiter sind alle bei den Landbewohnern drin.
Das ist natürlich hart. Ich kann euch auch sagen, warum. Die Landbewohner sind momentan nicht an der Macht und sind auch nur bei 2%. Aber die sind gegen örtliche Polizeidienststellen. Wir gucken mal, ob die Landbewohner, die keine Polizei würden, die bevorzugen. Und Berufspolizei. Okay. Dann bleiben wir dabei. Wir werden die Berufspolizei versuchen zu beschließen. Ich halte das nach wie vor für eine sehr gute Idee. Okay. Ansonsten passt das in meines Erachtens nach erstmal. Ihr könnt ja gerne Vorschläge für die nächsten Gesetze machen, aber ich glaube, so im Moment sieht es erstmal gut aus. Zu den Institutionen. Da haben wir das Kolonialamt schon zurückgefahren. Gesetzeshüter könnten wir noch verstärken. Aber das will ich im Moment nicht machen. Ich denke, wir werden auch beim nächsten Mal wirklich gucken, dass wir das Kolonialamt hier abgeben. Und wir haben halt ein Problem. Wir müssten im Prinzip ihn hier noch kolonialisieren. Den Bereich hier. Deswegen können wir es eigentlich noch nicht ganz abgeben. Hier, historisch gesehen, werden wir keine Kolonien gründen, auch wenn es durchaus spannend wäre. Ich zeige euch die Bereiche mal. Können wir uns vielleicht auch mal angucken. Wir haben hier, na, das ganze Land wollte ich nicht. Hier zum Beispiel hätten wir Hartholz. Da ist Malaria. Das kann man besiegen. Da ist Hartholz. Also, das sind alleine wegen dem Thema Hartholz hier auch nochmal spannend. Aber das haben wir auch. Also, hier gibt es noch viele interessante Bereiche, auch in Zukunft, was das Thema Öl und so angeht. Da müssen wir auf jeden Fall mit am Ball bleiben. Okay. Gut, aber das habe ich vielleicht schon zu viel verraten. Das wollte ich natürlich nicht. Okay, gut, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Protestbewegung aufgelöst. Oh, das lese ich gerne. Nationale Überlegenheit. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wie sieht es aus mit den Evangelisten? Sind wir noch bei 12? Bei minus 5 wird das aktiviert. Okay, das können wir momentan leider nicht ändern. So, russische Interesse an Mexiko aufgegeben, 53. Frankreich hat die eigene Rivalität mit Großbritannien beendet. Das gefällt mir. Jetzt sind wir nur noch bei 57 im Bau. Jetzt werden wir auch gerade mal nichts Neues anstoßen, dass wir die Chance haben, Investmentfonds aufzubauen. Also, wie funktioniert das? Was ist ein Investmentfonds? Grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass ihr was investiert in einen Fonds. Das heißt, das ist ein großer Topf. Da schmeißt ihr jetzt mal vereinfacht dargestellt, da schmeißen die Kapitalisten ein bisschen Geld rein und sagen, yo, wir können jetzt mal Folgendes bauen. So, und dann wird aus diesem Fonds im Prinzip ein bisschen Geld genommen und dann könnt ihr damit was bauen. Das ist jetzt wirklich mal eine ganz vereinfachte Möglichkeit und das geht eben durch die Kapitalisten dort rein. Durch einige Gesetze habe ich euch gezeigt, könnt ihr ein bisschen steuern, wie viel die Kapitalisten da reinschmeißen und wie viel Geld da reinkommt. Und jetzt seht ihr hier den Satz. Ich zeige es euch mal. Da, das Gesetz. Hallo? Ihr seht, nationale Einnahmen plus 36.000 durch die Übertragung an den Investmentfonds. Das ist wichtig, denn Bezugsquellen. Das Gesetz erlaubt die Finanzierung der folgenden Gebäude. Hallo? Das heißt, wir können gucken, sobald das Ding durch ist, dass wir gucken, dass wir eine aus diesen Sachen hier bauen, denn das ist möglich mit dem Investmentfonds. Da müssen wir also mal gucken, dass wir gleich jetzt wirklich ein bisschen was aufbauen, vielleicht so ein paar Kleinigkeiten. Wir lassen das System jetzt erstmal wieder einschwingen und die Arbeiter müssen da rein und dann kriegen wir das hin. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wirklich hier jetzt ein bisschen der Investmentfonds aufgebaut wird und dass der Markt sich jetzt einmal stabilisiert. Gerade das Thema Motoren, da gehen wir mal rein. Der Preis sinkt, das ist gut. Wir haben 6 Motorenwerke. Ich wollte keins bauen. Dampfmotoren werden produziert. Elektromotoren sind nicht verfügbar. Gummi. Porzellan wird immer teurer bei uns. Da haben wir uns noch überhaupt nicht drum gekümmert. So, Eisenbahnen stehen immer noch bei null. Wir arbeiten dran. Wir wollten aber zu den Motorfabriken gehen, bitte. Genau, da haben wir nämlich jetzt hier welche gebaut. Das sieht gut aus. Die verdienen gutes Geld. Wisconsin sieht auch gut aus. Rücklagenbeschäftigte sind auch voll. Und auch in Louisiana, da werden gerade die Rücklagen gebaut. Das ist auch voll. Durchschnittsgehalt sieht auch gut aus. Okay.
Also, da sieht es erstmal gut aus. Die Produktivität scheint auch zu passen. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir das hinkriegen, dass jetzt genug Motoren auf dem Markt sind, dass die Eisenbahn vor allen Dingen irgendwann mal produktiv wird. Okay, Handelsrouten. Sieht erstmal, habe ich Postersparnisse. Sehr schön. Plus 20% maximale Rücklagen führt zu Investmentfonds. Sehr gut. Jetzt wollen wir gleich nochmal zu einer anderen Sache gehen. Bei der Technik, die ist nämlich gleich fertig. Und wenn das fertig ist, dann will ich auf jeden Fall das Dynamit erforschen. Da haben wir nämlich denselben Vorteil wie beim Nitro, allerdings ohne die Sterblichkeitsrate. Hattet ihr mich mehrfach schon darauf aufmerksam gemacht? Habe ich nicht vergessen? Was ist denn hier los? Argentinisch-Brasilianisch, monatlicher Preisbericht. Eisen ist sehr günstig geworden, super. Kaffee ist sehr teuer geworden, was? Okay, Moment. Wir gucken uns mal die Handelsrouten an. Das ist mir doch irgendwie jetzt ein Rätsel. Also, Motoren, glaube ich, das können wir jetzt mal abbrechen. Hier, die sind auch sehr unproduktiv. Auch die 15 Kleidung brechen wir jetzt ab. So, wir importieren immer noch die gleichen Sachen, das ist klar. Motoren wären nicht importiert. Werbemittel, das sieht auch noch gut aus. Kaffee, da haben wir eine Importhandelsroute aus Neugranada. Wir haben aber noch Konvois frei. Wieso ist denn jetzt der Kaffee so ein Problem geworden bei uns? Also ich meine, Leute, ich habe irgendwie heute schon den 17. Kaffee getrunken oder sowas. Also ohne Kaffee, das geht ja gar nicht. Wie sollen die armen Leute denn ohne Kaffee ihre Sachen produzieren? Wo kriegen wir da was her? 450? Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Das ist ein Luxusgut, glaube ich, ne? 300 in den Wiesen? Wow. Und Luxuskleidung auch. Okay, wir gucken mal nach Kaffee und Luxuskleidung. Das ist ja... Also damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. So, Kaffee. Wir nehmen mal die britische Route und überschwemmen jetzt unseren Markt. Wir haben noch 800 übrig. Damit gucken wir mal uns Luxuskleidung an. Auch aus Britannien, aber nur 10. Das können wir uns ersparen. Wein, Porzellan könnte man mal prüfen. Das ist auch extrem teuer bei uns. Da würde ich ja gerne, wenn ich ehrlich bin, vielleicht aus Preußen was holen. Aber das machen die nicht, wa? Schade. Ja, das macht auch keinen Sinn. Was gibt es denn hier noch für nicht verfügbare Optionen? Preußisch. Ja, vielleicht sollten wir echt mal mit denen reden. Die Russen haben es nicht, ne? Schade. Ja, ansonsten sieht es soweit gut aus. Waffen müssen wir uns nicht drum kümmern. Das werden wir bei Zeiten machen. Munition sieht auch gut aus. Motoren sollten wir nochmal zwei Fabriken bauen. Wir werden die mal erweitern. Also wir müssen wirklich bei den Motoren dranbleiben. So, wir gucken mal nach Louisiana. Ob wir da noch was bauen könnten. 11. Ach ja, komm. Da werden wir auf 4 erweitern. Ich weiß, ich habe gesagt, ich wollte eigentlich nichts bauen, aber wir müssen einfach gucken, dass wir die Motorproduktion erhöhen. Da haben wir ein bisschen geschlampt, ganz ehrlich. Die Stahlwerke machen jetzt auch Geld. Oh, das ist gut. Dann können wir dort die Investitionen reduzieren. Ja, sehr schön. Dann machen wir mal in Wisconsin und Michigan nochmal jeweils 4 Stück. So, Wisconsin, wie sieht's aus? 11... 14 von 22 sollte passen. 12 von 23. Ich denke, das passt noch. Jetzt gucken wir mal, ob das mit dem Stahl noch passt. Wir haben aktuell pro Stufe noch 90 mehr. Okay, also wir gucken mal, eine Motorproduktion braucht 30 Stahl. Wir sind also bei 60, bei 120 Stahl, die wir jetzt vom Markt ziehen. Wir sind bei 192. Das sieht gut aus. Dann kriegen wir da ein halbwegs eingeschwungenes Verhältnis. Der Eisenpreis ist auf Minimum.
Kohle könnten wir auch schon wieder zwei ausbauen. Wir sind bei Investmentfonds bei 400.000. Dann bauen wir auch gleich nochmal zwei Kohlefabriken auf. Obwohl, wir könnten auch einfach die Produktionsmethode auf die Kondensationsmotorpumpe überall ändern. Und da gehen wir irgendwann aufs Nitro. Und dann kriegen wir da auch nochmal ein bisschen Quatsch auf Dynamit. Dann sollte das auch passen. Dann kriegen wir zwar weniger Kohle, aber töten damit auch keine Menschen. Dann sieht das auch gut aus. Was jetzt Eisen? Haben wir nicht gerade noch... War ich bei Eisen nicht gerade noch im Plus? Das verstehe einer. Unsere Produktion veredeln ist erfolgreich abgeschlossen. Wir waren noch bei Eisen gerade noch im Plus. Ist das, haben wir eine Exportroute bekommen? Importroute abgebrochen, Importroute abgebrochen, Import für Route für Kaffee, Motoren abgebrochen. Da arbeiten wir weiter dran. Was hier jetzt passiert, das erschließt sich mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay, doch. Irgendwer verbraucht jetzt mehr Eisen. Wahrscheinlich die Stahlfabriken. Okay, aber gut, das ist ja kein Problem. Kaffee sollte jetzt hoffentlich auch in den Gleichgewicht kommen. Dann kriegen wir da vielleicht mal ein 15. So, jetzt müssen wir uns mal um die Welt kümmern. Denn hier ist ja unheimlich viel passiert. Jetzt gucken wir erstmal hier hin. Ja, der Markt interessiert mich jetzt nicht. Sind sogar mittlerweile auf russischem Gebiet. Ich weiß es nicht. So, Preußen kümmert sich um Lippe. Ägypten stellt sich auf die Seite von Sokos. Was zum Henker ist denn das hier? Oh Leute, das wird ja eine spannende Nummer. Ägypten beeinflusst. Ägypten beginnt mit der Mobilisierung. Die Journal-Einträge gucken wir uns beim nächsten Mal an. Das werde ich entsprechend mal vorbereiten. Dann gucken wir uns das beim nächsten Mal an. Streitkräfte patriotischer Eifer deaktiviert. Unschön. Das ist unschön. Benem, oh, das scheint hier gerade ein echtes Problem zu werden, das Thema. Muss ich sagen, diese Allianz mit Frankreich. Wir sind gleich im Krieg mit Dänemark, mit Ägypten, mit Benem. Ah, das Ziel ist Sokotos, das Ding. Ah, das ist natürlich schon eine große Nummer, ne? Eieieiei. Also ganz ehrlich, da müssen wir wahrscheinlich wirklich mobil machen. Da müssen wir gleich echt überlegen, mobil zu machen. Okay, also es sieht so aus, als wenn wir in den Krieg ziehen. Aber erstmal gucken wir uns die Berufspolizei an. So, industrielle Arbeiter sind auch zufrieden. Wir haben die Berufspolizei. Das gefällt mir. Elfenbeinküste entdeckt, Gummi. Gummi an der Elfenbeinküste entdeckt. Okay. So, das bedeutet, Intellektuelle sind bei plus 5. Kleinbürger, Streitkräfte, Landbewohner. Die Südstaaten sind dagegen. Ja, das ist, die sind jetzt bei minus 3. Die sind nur noch bei 9%. Die beiden, die kriegen wir noch weiter runter. Aber das bedeutet, wir haben 10% weniger Radikale durch sinkenden Lebensstandard und 30% Staatsabzüge weniger durch Aufruhr. Das ist ziemlich gut. Und aktiviert die Institution Gesetzeshüter. Und da gucken wir jetzt mal rein. Obwohl, die haben wir schon aktiv. Und ich würde gerne ja auf den hier gehen. Das kostet allerdings weitere 130. Und wir müssen unbedingt auch was bei der Autokratie machen. Wir könnten jetzt gucken, da denke ich mal, können wir nichts mehr machen, dass wir aufhören, die Dienstleistung zu besteuern. Genau. Und dass wir jetzt auch, nachdem wir diese Sachen hier gebaut haben, die Universitäten in Amerika ausweiten, damit wir einfach bei der Forschung weiterkommen. Denn da sind wir momentan noch zu schlecht. Wir gucken mal, ich denke eine Universität, die University of Texas, finde ich eine gute Sache. Und die University of Kansas. Und die University of Michigan, da wo unsere Motorenindustrie ist.
Gut, passt. Dann machen wir mal weiter. Und gucken mal, wie sich das hier verhält. Jetzt, was ist denn hier passiert? Nein, Preußen gegen Russland? Ach, guck. Russland hat sich auf die Seite von Lippe gestellt. 470 Bataillone haben die? Eieieiei. Russischen Markt öffnen. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das, okay, also jetzt gucken wir mal an. Wie sieht's denn bei den Preußen im Allgemeinen aus? In den Waffenfabriken? Die sind bei... noch bei Musketen. Wir sehen aber leider die Infanterie von denen nicht. Ich glaube aber, dass die russische Infanterie nicht so stark ist wie die preußische. Von daher darf man sich von den Zahlen jetzt nicht irritieren lassen. Aber das wird auf jeden Fall ein spannender Krieg werden. Denn die Russen sind ja hier schon in einem Krieg gebunden, wo sie offensichtlich nicht allzu viel... Ha! Sokoto lenkt ein. Im Ernst? Okay. Das ist jetzt das, was ich tatsächlich nicht, was ich nicht erwartet hätte. Aber gut. So, Fleischpreise sind gestiegen, habe ich gesehen. Die Stromerzeugung wurde freigeschaltet. Es ist möglich, die Quintessenz des Blitzes einzufangen und damit unterschiedliche Arten von Maschinen zu betreiben. Elektrozäune für Viehhöfe, elektrische Laternen, Kraftwerke, Elektrosägewerke und so weiter. So, wir werden bei der Forschung jetzt auf Dynamit gehen. Hattet ihr euch mehrfach gewünscht, elektrische Kondensatoren. Das brauchen wir alles noch nicht. Gummi ist für uns momentan noch nicht so interessant. Beim Militär dürfen wir nicht vergessen, dort dran zu bleiben, aber ihr seht, dort gibt es noch keinen, dort gibt es noch keinen Technikfortschritt, einen automatischen. Das heißt, wir sind da technisch eigentlich gut mit dabei. Und hier vorne Investmentfonds wird momentan automatisch gemacht. Postersparnisse erhöht die Rücklagen. Das ist gerade gut für diese Zeiten, wenn wir wieder was bauen. Und ich bin unheimlich gespannt aufs nächste Mal. Es gibt auf der Welt viel zu tun. Die Preußen starten anscheinend einen Krieg gegen Russland. Das Osmanische Reich befindet sich in einem Zermürbungskrieg gegen Ägypten nach wie vor. Ihr seht, die Welt brennt hier unten. Und wir müssen es hinkriegen, aufzurüsten, damit wir demnächst wieder gegen die Mexikaner in den Krieg ziehen können. Viel zu tun. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategie. Ciao, ciao.